Leute, herzlich willkommen bei Tunis RC Hobby Garage. Heute wollte ich euch einfach mal zeigen, mein Arma Typhoon 6S Umbau zum EXB. Nicht zu 100% EXB, aber zum größten Teil. Und warum das Ganze? Ja, wie der ein oder andere war ich auch auf dem Becher-Treffen am Hemelsee 2024 dabei. Und der Typhoon, vorher noch RTR, hat natürlich dort auch die kleine bis zur größten Rampe mitgemacht. Und das fand ich, da hat er eine sehr gute Figur drauf gemacht und hat auch viel einstecken müssen, wodurch auch viel kaputt gegangen ist. Und das würde ich auch nicht verheimlichen, dass das Auto eigentlich ja auch nicht dafür gemacht ist. Ein Buggy gehört normalerweise auf der Rennstrecke und nicht auf die Rampe. Aber es macht Spaß. Und dieses Auto kann es auch. Natürlich geht es auch kaputt, gar keine Frage. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diesen Wagen in EXB umzubauen. Da ja auch zum Beispiel hier die Gearbox gebrochen ist und die Dämpferbrücke abgerissen, also hochgerissen. Ich blende mal ein Bild ein. Und wie gesagt, die Dämpferbrücke habe ich gerade gekloppt mit Hilfe meines Zeltnachbarn. Der hatte ein bisschen mehr Werkzeug dabei und ich muss noch mal an der Stelle sagen zum Becher-Treffen Hemelsee 2024. Die Leute waren einfach cool drauf. Jeder hat den anderen untereinander auch gut geholfen, ausgeholfen mit Werkzeug oder auch Ersatzteilen. Mir hat man zum Beispiel Klettband für mein Akkufach gegeben. Das fand ich super. Super Geste und von meiner Seite kam natürlich auch Gegenleistung für Werkzeug, Öle oder Querlenker, gar keine Frage. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Der eine war für den anderen da und so muss das sein, Hand in Hand. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen habe ich das Ganze wieder gerade gedengelt, eine neue Gearbox verbaut, konnte somit weiterfahren. Und der Wagen hat die ganzen 4 Tage, wo ich da war, viel eingesteckt. Am letzten Tag ist mir die Antriebswelle verbogen. Habe ich natürlich alles wieder hergerichtet, als ich dann wieder hier zu Hause war. Und musste natürlich feststellen, dass das Auto natürlich noch mehr kaputt gegangen ist, als ich auf den ersten Blick sehen konnte. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, dass bei mir natürlich auch Sachen kaputt gehen. Ich in meiner Übereifer habe natürlich bei diesem ganzen Umbau das nicht mitgefilmt. Ich habe einfach gar nicht mehr dran gedacht. Und ja, deswegen drehe ich jetzt einfach nochmal dieses Video, um euch das einfach nochmal zu sagen oder auch hier zu zeigen am Typhoon, was ich hier geändert habe. Wie gesagt, die mittlere Antriebswelle, diese war verbogen und ist dann hier an der EXB-Strebe am Schleifen gekommen, deswegen hat es sich so komisch angehört. Und beim Auseinanderbauen des Fahrzeugs ist mir dann noch in den Augen gekommen, als ich mir die Differenziale angeguckt habe, das vordere Differential und das hintere Differential einfach auf jeder Seite 2 Zahnspitzen abgebrochen waren. Aber ich muss sagen, dass das viele kaputt gegangen ist durch falsches Landen, okay. Aber dass dieser Wagen trotzdem noch weiterfuhr, das fand ich super. Und deswegen finde ich diesen Wagen trotzdem als RTR-Variante richtig super Fahrzeug. Ja, ich habe das Ganze umgebaut durch diese falschen Landungen oder Einschläge. Ich sag mal, 30 Mal springen ist gut und beim 31. Mal war es halt der Vollschaden. Mir ist dann die RTR-Chassisplatte verbogen, die war dann so grob wie ein Schaukelpferd. Deswegen hat der Arma Typhoon jetzt eine 7075er EXB Chassisplatte von Arma bekommen. Die Skidplate von M-Line hatte ich schon vorher drunter beim RTR Chassis, bei der Chassisplatte. Das hat wahrscheinlich noch Schlimmeres abgehalten. Vorher hatte ich einen POS Frontbumper drauf, der natürlich ein bisschen wabbliger war vom Material, der war auch ein bisschen kleiner. Und hier habe ich jetzt einen Octail Bumper drauf, der natürlich 4 mm dick ist und hier viel mehr einstecken kann. Ich habe mir das Ganze mit einem Heißluftföhn noch etwas ein bisschen zurechtgebogen, dass es auch optisch noch gut dazu passt.
DXB-Stream hatte ich schon im letzten Jahr verbaut, da ich ja auch beim Bäschertreffen 2023 Hemelsee dabei war und mir dort auch wieder die Chassisplatte verbogen habe, habe ich mir gedacht, diesmal gibt es denn die 70-75er Chassisplatte und mal gucken, wie es denn 2025 wird. Dazu gab es noch diese EXB Shock Tower von Arma und ja, wie gesagt, M-Line Klettband, das alte habe ich raus, weil dieses ist hier gummiert und das wird auf jeden Fall erstmal nicht reißen. Also vom Hören und Sagen soll das richtig gut sein. Um dieses Klettband hier zu verbauen, muss man natürlich das Akkufach rausschrauben, damit man dieses kleine durchfedern kann. Ja, Akkufach habe ich hier auch neu am Fahrzeug. Und da ich das Auto sowieso schon komplett auseinandergebaut habe, gibt es beim Arma Kreten XB V2 gibt es da so ein neues Teil für das Mitteldifferential. Das ist hier beim RTR aus Kunststoff. Das kann man sich dort kaufen im Modellladen deiner Wahl. Und ich habe das hier jetzt aus Alu verbaut. Das ist jetzt beim Kreten XB schon verbaut. Das hat er hier auch noch bekommen, um das Ganze hier ein bisschen fester zu halten. Dann habe ich hier eine neue Ackermann-Platte verbaut, weil diese krumm war. Jetzt hat er hier eine XB Ackermann-Platte bekommen. Und ja, was habe ich denn hier noch so Schönes gemacht? Dann hat er hier Louis Uphill-Räder bekommen. Die haben ein sehr schönes, grobes Profil. Die fassen sich auch richtig schön an. Die sind natürlich hier nicht außen belüftet, sondern nur durch die Felge. Das habe ich natürlich abgeklebt mit diesem Hansa Plus Sensitiv Pflaster, damit in die Felge kein Dreck reinkommt und die Reifen dann zu hart werden und ja irgendwann platzen und kaputt gehen. Ja, ich sage mal, zu einem neuen XB Fahrzeug, wo die Differentiale jetzt noch RTR mäßig sind, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einfach die neue Spektrum Combo dazu, die auch hier beim Kreten XB V2 verbaut ist. Das wertet das Ganze hier noch ein bisschen optisch auf. Die Kabel vom Motor, die habe ich dann auch schwarz Schrumpfschlauch verpasst. Vorher waren die so blau, gelb und orange oder so. Ja, im Großen und Ganzen war es das schon fast. Ich habe ja hier die 3D-Druckteile, die sind hier von MFI Parts. Das Mudguard, das wird hier einfach nur so angeschraubt, das hatte ich auch im Vorfeld drauf. Und natürlich hier die Kolbenschützer, die das Ganze sehr gut schützen. Das Ganze wird hier unten verschraubt, damit das am Platz bleibt. Ja, und hier hinten habe ich auch noch von MFI Parts diesen Spoiler-Erhöhung oder Halter, der hier sehr flexibel ist. Das ist auch hier das neueste Modell von MFI Parts. Das hat Matthias hier sehr gut gelöst, das Problem. Also ich hatte diese Erhöhung schon vorher drauf und mir ist ja auch die Gearbox gebrochen und die Dämpferbrücke verbogen. Aber dieses 3D-Druckteil, es ist nicht abgerissen, es ist nicht rausgerissen, das hat das Ganze ausgehalten und das war eine super Arbeit, super Leistung, dass das Teil einfach nicht kaputt gegangen ist. Da war ich schon sehr verwundert. Also ich habe schon andere Dinger gehabt, aber das hat mich sehr begeistert. Also es ist eine super Arbeit. Das habe ich auch an meinen Talion jetzt verbaut und habe das Ganze auch hier in meinen Kagama schon verbaut von Coralli. Und ja, was habe ich hier noch gemacht? Ja, hier genau, die EXB Servohalter, den habe ich verbaut, damit das Ganze ein bisschen strammer bzw. besser drinnen sitzt, da das alte hier nur so ein Kunststoffkäfig ist. Ja, das war es hier erstmal so vom Fahrzeug. Und jetzt wollte ich euch noch was zur Karosserie sagen. Ich hatte diese ja vorher hier in Rot lackiert. Und
erstmal sauber machen und entfetten und ein bisschen mit einem rauen Schwamm anrauen. Dann habe ich das Ganze hier so rot lackiert, natürlich die Fenster von innen abgeklebt mit den Fensterklebern, die dabei sind. Und nach den ganzen Trocknen dann halt schwarz lackiert. Und das alles mache ich hier meistens immer mit diesen Tamiya Farben. Das war zum Beispiel das Schwarz PS5. Für das Rot hatte ich PS2 genommen. Und ich habe hier selbst die Scheiben vertönt. Und dazu habe ich das PS31 genommen. Das macht auf jeden Fall noch was her, als wenn man das nur so schwarz besprüht oder so einen Aufkleber drauf macht. Das finde ich eigentlich immer sehr schön. Ja, im Großen und Ganzen war mir das zum Schluss nachher zu viel Rot und habe das Ganze dann mit dem matten PS55 Spray besprüht. Hier habe ich die Fenster mir eine Schablone gemacht und habe das Ganze abgeklebt und das alles mit diesem matten Spray besprüht. Und dann sah dieses Rot dann irgendwie so bräunlich aus und das hat mich dann irgendwie so gestört, dass ich dann gesagt habe, ich sprühe das einfach schwarz. So, und dann habe ich das Ganze schwarz gesprüht. Und habe mir gesagt, ja, das sieht viel besser aus und das macht für das Fahrzeug ganz schön was her. Und wenn jetzt einer fragt, hä, du hast doch Aufkleber drauf, hält denn die Farbe dort? Ich sage, nein, die Farbe hält nicht dort drauf. Und deswegen ist bei diesen Aufklebern zum Beispiel das Rot noch gut zu sehen. Ne? Die Aufkleber sind ja hier meistens transparent. Auch hier diese hier hinten. Nochmal zurückzukommen, die Farbe hält nicht auf den Aufklebern. Wie bekommst du das ab? Ja, ich habe mir dazu ein Kreppband genommen, auch von Tamiya. Man kann ja auch ein Kreppband nehmen von, was weiß ich, wenn man Malerarbeiten macht. Das würde auch gehen. Dann zieht man sich hier so ein bisschen Kreppband ab, klebt das dann so drauf und dann kann man das dann einfach abziehen und man hat die Farbe dann später hier an den Kreppband kleben und das Ganze, ja, sieht dann so aus. Also man kann das auch so machen. Das habe ich auch hier auf den Seiten gemacht. Es war zwar viel Arbeit, dieses Kreppband dann hier so abzureißen und dann hier dieses dann so abzutupfen. Ne, aber es hat halt funktioniert. Ja, das war dann halt eine Menge Arbeit. Sind jetzt nicht so viele Aufkleber gewesen, auch hier vorne dieses. Und dann hat mir noch so ein kleiner Eyecatcher gefehlt und das war halt diese Fensterumrandung. Wie ihr sehen könnt, das ist hier nicht umrandet mit einem roten Edding oder so. Das habe ich hier gemacht. Da gibt es so ein von Carson, so ein Paint Killer. Da tunkt man zum Beispiel diese, ja, man kann hier so ein Oropatz nehmen für die Ohren. Und man taucht das hier ein und man geht hier vorsichtig am Rand denn so lang und man kann dann die Farbe wieder abtragen. Ne? Da gibt es so verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, wo ich die her habe, aber in den einen oder anderen Modellbohrladen wird es die geben. Die gibt es in verschiedenen Spitzen und die sind hier auch ein bisschen ja, härter als dieses für die Ohren. Da kann man das hier, kann man denn hier das in diesen Painkiller eintauchen und dann kratzt man hier einfach so lang, bis man die gewünschte Breite hat. Denn man kann sich das natürlich auch vorher abkleben, aber ich wollte dieses Rote von der Karo, was ich halt vorher lackiert habe, ja, das wollte ich irgendwie raus haben und ich finde, das sieht sehr gut aus. Ja, viel Arbeit fürs nächste Fahren, ist natürlich wieder alles verkratzt, aber im Großen und Ganzen hat dieses Projekt mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte euch das gerne gezeigt, wie ich da mal auch wirklich mal dran herumschraube. Ja, Bilder hänge ich im Anhang, im Video hinten ran und vielleicht kommen die Bilder auch demnächst in der Community. Ich denke, ich habe hier alles über das Fahrzeug erzählt und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Anthony von RC Hobby Garage.